Stell dir vor, jemand würde auf die großartige Idee kommen, und Haselnuss zu nehmen, das mit Rum zu kombinieren und das Ganze im Sherryfass zu lagern. Ja, brauchst du dir nicht weiter vorstellen, denn wir sind auf diese großartige Idee gekommen. Ja? Wer sind wir? Auf der einen Seite wir von Wagemut und in Zusammenarbeit eben mit dem Drinksyndikat. Anders gesagt, Drinksyndikat ist zu uns gekommen und haben gesagt, hier, hört mal zu, ihr seid ja so eine coole Rumputze und wir finden eure Arbeit voll cool und wir haben da so eine ganz tolle Kindheitsidee, könnt ihr uns die nicht umsetzen? Haben wir gesagt, na sicher, ja. So, und die Idee war, Haselnuss einzufangen, aber eben in geil. Warum sage ich das und warum betone ich das? Weil Haselnuss ist ein immenses Problem, gerade in der Spirituosenindustrie, weil Haselnuss schmeckt übrigens nicht wie Nutella. Ja, beziehungsweise schmeckt Nutella auch nicht nach Haselnuss, liegt einfach daran, weil da so gut wie keine Haselnuss drin ist. Die echte Haselnuss schmeckt nämlich ganz anders, viel komplexer, extrem aromatisch und ist sowieso eine absolut tolle Nuss, während alles, was uns immer so unterjubelt wird, gerade als Schnäpsel im Sinne von Haselnuss, Schnaps, Likörchen oder was auch immer, kannst du quasi immer davon ausgehen, dass es sich um Aroma handelt. Es ist nämlich so, dass in der Spirituosenwelt es nicht verpflichtend ist, Aromastoffe zu deklarieren. Das heißt, du kannst einfach was nehmen, irgendwas Lustiges da reinkippen und dann schreibst du da irgendwas Lustiges drauf und sagst, hier ist ein Haselnuss-Schnaps oder so und dabei hat das Ding Haselnuss noch nie gesehen. Das ist natürlich nicht unser Anspruch und auch nicht der Anspruch von Drinksyndikat, sondern wir haben eben gesagt, ey, Haselnuss ist so einfach so ein cooles Zeug. Es ist auch extrem komplex, ja, also alleine. Haselnuss, der Geschmack, den wir als Haselnuss bezeichnen, der eben von Haselnuss kommt, besteht aus so ungefähr 46 unterschiedlichen Geschmacksstoffen, während ein Haselnussaroma gerade mal aus einem besteht. Das heißt, die geschmackliche Vielfalt von der echten Haselnuss ist einfach 46 mal so hoch wie von einem Aroma. Und das ist auch der Grund, warum du den echten Stoff niemals faken kannst. Der Aroma ist und bleibt am Ende des Tages nur Aroma. So, das heißt, was haben wir gemacht zu unserem schönen Produkt? Das ist die geschlossene Flasche. Das ist meine Nuckelflasche, von der ich auch ab und zu dann immer mal mein Gläschen genehmige. Ja. Ach so, ich soll ja so tun, als ob ich das jetzt gerade zum ersten Mal verkoste. Stimmt natürlich nicht. Sondern was wir hier nämlich haben, ist, wir haben ein Rum, ja, der ist 12 Jahre in Fässern bereits gelagert, bevor wir damit irgendwas gemacht haben. Und der kommt von der Four Square Distillery aus Barbados, einer der besten Destillerien der Welt, einer der besten Destillateure und so weiter. Cooles Zeug, okay? 12 Jahre alter Stoff haben wir genommen. Das ist unser Ausgangspunkt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben mit einem der besten Brenner der Welt, Stefan Mader aus dem Schwarzwald, ja, den haben wir genommen und den haben wir für uns Haselnüsse destillieren lassen. Was er da eben macht, ist, er hat so, der Rest röstet so richtig schön die Haselnuss aus dem Piemont und dann wird das Ganze eben destilliert. Das heißt, wir haben einen Haselnussgeist, das wäre der Fachbegriff. Und jetzt nehmen wir diesen Rum und einfach dieses Haselnussdestillat, ja, fügen das eben, vermischen das mit dem Rum und dann lagern wir das Ganze nochmal nach in ehemaligen PX-Fässern oder Pedro Jiménez, ja. Und Pedro Jiménez ist ein extrem süßer Sherry, der süßeste Sherry-Stil, der überhaupt hergestellt wird. Du kannst dir vorstellen, der Süßegrad ist oder Zuckergehalt ist so hoch von diesem Sherry, dass er wirklich schon so eine sirupartige Konsistenz hat. Und in Fässern, in denen vorher dieser Sherry lagern durfte, packen wir jetzt dieses Rum-Haselnuss-Destillat-Gemisch eben rein. Und das zieht jetzt diese Restfeuchte aus dem Holz. Und dadurch kriegen wir nochmal diese fruchtige, leichte Süße rein, die wir jetzt hier im Glas erleben werden. Ich sag dir das. Also, das Ding, ist schon geil. Allein die Idee finde ich halt richtig cool, ja. Und wir haben jetzt hier auch in der Nase richtig schön so diese Haselnussnote, aber so einfach nur geröstet, ja. So richtig so, so richtig satt einfach. Wir haben ganz leicht fruchtige Anklänge. Und dann, du kennst das, falls du schon mal irgendein Whisky- oder Rumverkostungsvideo jemals gesehen hast, wirst du sicherlich gehört haben, ein Hauch von Vanille. Ich glaube, in jedem Scheiß-Verkostungsvideo wird gesagt, dass in dem Zeug Vanille zu riechen ist. Und hier haben wir jetzt aber eben wirklich also Haselnuss, geröstete Haselnuss und dann auch nochmal so diese Anklänge von so Nougat etc. Die Würze von dem Rum kommt hier jetzt noch nicht ganz so durch, obwohl wir ja einen geilen Rum mit schön viel Charakter als Basis haben. Aber hier ist wirklich die Haselnussnote ganz vorne mit dabei. Ja, also das Ding,
Liebe Freunde, ja, es macht richtig Spaß im Glas. Ich sag dir das. Vom Feinsten. Also, bevor ich zum Geschmack komme, ja, hier siehst du, da steht ja so Hazelnut Rum drauf, ja, PX Cask Finish, okay, cool. Und dann haben wir hier noch so diese Informationen, 12 Jahre alter Barbados Rum, Schnickschnacksen, okay, alles klar, cool. Übrigens ist noch ein bisschen Zucker mit drin, 15 Gramm Zucker auf den Liter haben wir hinzugegeben, das heißt, dieses kleine Fläschchen sind 7,5 Gramm Zucker nochmal mit drin, das heißt, ein ganz kleines bisschen haben wir da schon nachgegeben. Aber, worauf ich hinaus will, das Ding ist ein bisschen vom Etikett ein bisschen irreführend, weil wenn du jetzt siehst, so Hazelnut Rum etc., das Ding ist kein Likörchen, okay? Also, ein bisschen Zucker ist mit drin, okay, cool, aber ansonsten ist das eher als purer Rum zu betrachten. Was nämlich hier abgeht, wow, hier haben wir jetzt nämlich richtig schön diese Sinfonie aus Rum, Haselnuss und Sherryfasslagerung, okay? Und das ist das Ding. Das Ding ist kein Likörchen. Das Ding ist nicht pappsüß. Das ist nicht überaromatisch oder sonstiges, weil hier ist ja kein Aroma drin. Das, was du an Nuss hast, kommt eben von der Haselnuss. Das heißt, es ist nicht überladen, es ist nicht aggressiv oder sonstiges. Der Unterschied hier zu diesem Produkt im Vergleich zu anderen weichen, süßen Rumsorten, die komische Geschmäcker von Orange und sonst was aufweisen, was definitiv nicht aus dem Holz kommt, ganz nebenbei, ist, also der Unterschied ist, dass hier einfach ganz ehrlich kommuniziert wird, dass ein Haselnussdestillat mit reingegeben wurde. Natürlich wird es auch ehrlich kommuniziert, weil es gibt ja nichts zu verbergen, weil wir haben ein Haselnussdestillat von einem der besten Destillateure überhaupt genommen, mit den allerfeinsten Haselnüssen. Ist doch geil. Braucht man ja nichts verheimlichen, okay? Also ziemlich cool. Aber nicht mit der falschen Erwartungshaltung rangehen. Das ist mir da halt ganz wichtig. Sondern wenn du das Produkt verkostest, dann stell dir vor oder geh mit der Einstellung rein, du verkostest jetzt einen Rum pur. Weil am Ende des Tages ist es mehr oder weniger ein Rum pur. Weil auch so ein Haselnussdestillat hat ja keinerlei Süße, sondern wir haben dadurch nur diese richtig schöne Haselnussnote und dann durch das PX Sherry Fass Finish, ja, nach den 12 Jahren, wie der Rum ja schon gelagert ist, da kriegen wir jetzt nochmal so eine leichte, fruchtige Süße eben mit rein, durch die Sherryfasslagerung und dadurch auch ein bisschen diese leicht ölige Konsistenz unterstrichen von diesem Hauchzucker, okay? Das heißt voll, ja, geil, macht richtig Spaß. Also, das Ding, damit ist uns ein kleines Meisterwerk gelungen, ich sag dir das, ja. Funktioniert sehr gut, Rum pur mit Hauch von Haselnuss und diese fruchtigen Anklänge vom PX Sherry Fass. Das macht Spaß. Kannst du ja richtig gönnen. Link habe ich dir natürlich unten in die Beschreibung reingepackt, damit du da ohne Umwege an deine Flasche kommst. Und auch hier natürlich meine Einladung an dich, ja, wenn du mehr von solchen Videos sehen willst oder auch generell dich ein bisschen nach einer Community und Gesellschaft sehnst, die ebenfalls mit Begeisterung unterschiedliche Spirituosen verkostet oder generell alles, was mit guten Geschmäckern angeht, ja, dann gesell dich gerne dazu in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy. Macht Spaß. Da sind auf jeden Fall eine Menge gleichgesinnter Verrückten, die einfach nur Bock haben auf guten Stoff. In dem Sinne, immer dran denken, besser genießen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dank dir.